stehe hier für den anderen Exzellenzcluster, nämlich den, der heißt Asien und Europa im globalen Kontext, der gemeinsam mit Normative Ordnung hier in Frankfurt als Heidelberger-Zentrum für transkulturelle Studien dieses Symposium mit ausrichtet. Und ich möchte sprechen und antworten ein bisschen auf die Fragen, inwiefern der Messias als christliche Propaganda überzeugt und inwiefern Komponisten auch in philosophische Debatten eingreifen, indem ich mir den Gentleman und seine Eingriffe in die händische Partitur einmal etwas genauer vornehme. Der Händel stellt seinem Oratorium Messiah ja drei Zitate voraus, und zwei Zitate zum Messias und seiner Prophezeiung. Einerseits Maior Canamus, Größeres wollen wir besingen, aus Vergil. Hier wird in einem Text aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert die Geburt eines größeren, also eines göttlichen, zu verehrenden Kindes als Anfang eines goldenen Zeitalters prophezeit. Neben diesem, wenn Sie so wollen, heidnischen Text stellt Händel noch zwei Bibelstellen. Die erste enthält eine genaue Beschreibung des Kommens dieses Messias als Mensch gewordener Gott, der verehrt wird. Also, without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified by the Spirit, seen of angels, preached among the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Und die zweite Stelle, die dann noch dem händischen Werk vorausgestellt ist, enthält eine Beschreibung des Messias selbst, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Wenn man das jetzt zusammenfasst, dann ist der Messiah also etwas Größeres, ein Mensch gewordener Gott, an den die Welt glaubt und der verehrt wird als Hüter eines Schatzes von Weisheit und Wissen. Mit dem Titel also Messiah, der noch vor Beginn des eigentlichen Notentexts in einer ganz partikularen Weise ausgestaltet ist, wird von Händel also eine ganz partikulare religiös-politische Idee ausgedrückt. Der Messiah, hebräisch Christus, griechisch Christos, also der Gesalbte, der Mensch gewordene Gott, ist in seiner Weisheit und Größe der Retter seines Volkes, der Heerführer, der Herrscher der Welt, der Heilsbringer, der ein neues Zeitalter für die Menschheit einleitet, die Erlösung. Der Bogen spannt sich folgerichtig im ersten Teil des Messiah von der Prophezeiung und Erwartung über die Geburt Gottes in Form eines Menschen, im zweiten Teil dann die Passion, das Leiden, die Opferung Christi, und die führt dann zur Weltherrschaft des Messias als Ergebnis der christlichen Mission. Und das Ganze endet mit dem Halleluja, das nach der Art der Anthems komponiert ist, die, wie Andreas eben gesagt hat, zur Krönungsfeierlichkeit der königlichen Weltherrscher, also der echten politischen Herrscher, gesungen wurde. Der dritte Teil dann wird bestimmt von diesem Themenkreis Tod und ewiges Leben. Hier manifestiert sich die Weissagung der Erlösung für die Menschheit durch den Mensch gewordenen und deswegen nach Fug und Recht verehrten Gott. Erlöserfiguren, also wieder Jesus als Messias, der Gesalbte. Und dieses mit dem Gesalbten ist eben ja auch wieder ein Titel, der den Priestern sowieso, ebenso wie den Königen verliehen wurde. Und damit wird der Messias auch zum Herrscher, zum ganz normalen Herrscher, vielleicht auch zum Heerführer. Solche Figuren werden, das haben wir heute jetzt schon ganz oft gesehen, nicht nur im Christen und im Judentum ganz unterschiedlich konzeptionell und theologisch gefasst. Der Messias als glückverheißender Herrscher, der den Elenden und Armen Recht schaffen und für den umfassenden Frieden auf der Welt sorgen wird, obwohl er eben selbst arm ist, so jedenfalls die Prophetie, hat vielleicht gewisse Ähnlichkeiten mit dem zoroastrischen Sabaoth, der die Wohltat bringt. All diese Figuren erscheinen in gewisser Weise als mächtige Retterfiguren, als charismatische Autoritäten, die Propheten und Prophetinnen, die wir vorhin sehr bildlich dargestellt bekommen haben, sicher als Träger irgendeines, vielleicht auch mehrere Worte von Gott, Worte Gottes. Aber wie genau sich solche in der Prophetie vorausgesagten Gestalten, die durchaus alle und weltweit eine teils beträchtliche Resonanz finden, wie wir zum Beispiel hier sehen, das ist also sozusagen eine tanzzeitliche chinesische Figur, die einen
Zoroaster-Anhänger zeigt, der gerade zu einem Feueropfer geht, wie also diese über die um die Welt wandernden prophetischen Gestalten und die Messias, die sie voraussagen, eine beträchtliche Resonanz fanden, entstanden und wie sie sich entwickelt haben. Das sind Fragen, die wir heute schon ganz unterschiedlich beantwortet haben. Ich beschließe den Kreis jetzt sozusagen, indem ich frage, was genau Prophetie und die Möglichkeiten prophetischer Geschichtsschreibung in dem partikularen chinesischen kulturellen Umfeld, das Zhenzhen immer wieder aufruft, bedeutet und bedeuten kann. Welche Erlösungs- und welche Erlösermodelle findet Zhenzhen? Und ich möchte dabei zeigen, dass er sich ganz deutlich orientiert und reibt an den von Händel vorgegebenen Kategorien, die ich am Anfang kurz dargestellt hat. Der Messias also als etwas Größeres, als ein menschgewordener Gott, an den die Welt glaubt und der verehrt wird als Hüter eines Schatzes von Weisheit und Wissen und damit als potenzieller Weltenherrscher. Ich frage also, wo findet Chen in seinen Vorstellungsräumen diesen Größeren, den menschgewordenen Gott, der Weisheit und Rettung für die Menschheit bringt und deswegen verehrt wird. Was Chen macht, ist, er benutzt in diesem kompositorischen Dialog, den er anstellt mit Händels Messias, eine von ihm selbst zusammengestellte, und hier sind wir beim Komponisten als Philosoph, Auswahl von philosophisch-religiösen Texten aus der daoistischen und der Chan- oder Zen-buddhistischen Tradition. Er inszeniert ein Stück, im Stil eines bestimmten taiwanesischen Gottes Beiguan. Das ist eine Art theatrale Ritualmusik. Und in diesem Stück, im Stück, lernt ein junger Mönch von seinem Meister die wahre Natur des Buddha erkennen. Eines gottgewordenen Menschen und eben nicht eines menschgewordenen Gottes. Ja? Buddha war ein Mensch, der sozusagen verehrt und vergöttlicht geworden ist. Das ist also genau umgekehrt. Diese Idee, dass man sozusagen Gott und Mensch gar nicht voneinander unterscheiden kann, die habe ich an diesem Bild auch schon mehrfach eingebracht in die Diskussion. Das, was am Ende des Stücks im Stück von Chatterton als Erkenntnis bleibt, ist, wer sich erniedrigen kann wie das Wasser, der ist der wahre Herrscher, der erkennt, dass Kraft in der Kraftlosigkeit liegt, der kann die Welt retten. Für Chen ist das, das hat sich im Interview ganz deutlich auch gezeigt, gar nicht so weit entfernt von dem, was auch Jesus gelehrt hat, der ja sagt, oder der sich kraftlos ans Kreuz nageln lässt und Kreuzige hinnimmt. Aber ob er deswegen der Verehrung, die Jesus oder die Messiah entgegengebracht wird, auch trauen kann, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Die ganz subtile Übersteigerung des Halleluja, die wir alle ja schon mitgeprobt haben, ist hier, glaube ich, ein ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, dass er noch immer vielleicht ein bisschen hart an diesem Problem der Verehrung. Was sind jetzt die Quellen, auf die er sich bezieht und was sagen diese über die Figuren, die Autorität, Größeres, Verehrenswertes, die Weisheit in sich tragen, Gott im Fleisch sein können, Figuren, die dann vielleicht Messias-Figuren sind. Zunächst mal ist die eine Quelle der Chan-Buddhismus, der sich nach seiner Gründung im frühen 6. Jahrhundert schnell in ganz Ostasien ausbreitet, also wieder eine Religion, die weit, weit trägt. Und unter dem japanischen Namen Zen-Buddhismus dann auch im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in die ganze westliche Welt kommt. Der Zen-Buddhismus entsteht oder Chan-Buddhismus entsteht, als der indische Mönch Bodhidharma, auch hier wieder ein wandernder Weise, der also von Indien nach China wandert und im Shaolin-Kloster, also da, wo das ganze Kung-Fu herkommt, endet er und praktiziert dann mit den Shaolin-Klöstern-Mönchen die Meditation. Seine partikulare Meditation, die heißt eben sitzende Meditation, und das ist Chan. Und er wird dann, Bodhidharma wird dann eben zum ersten Patriarchen dieses Chan-Buddhismus. Jetzt gibt es bereits im ersten Jahrhundert nach der Gründung des Chan-Buddhismus eine Spaltung. Es gibt eine Nordschule, die meint, dass man Erleuchtung bekommt, indem man immer nur sitzt und meditiert und dann so ganz graduell erleuchtet wird. Das setzt sich nicht durch.
Koinon ist derjenige Patriarch, der letzte Patriarch, sechste Patriarch im 7. Jahrhundert, 7. 8. Jahrhundert, der die Idee des Plötzlichen, der plötzlichen Erleuchtung verficht und diese Idee setzt sich dann schließlich als die wichtigste buddhistische Idee durch. Der Huainan ist wie alle seine Vorgänger, Bodhidharma eingeschlossen, gegen das Studieren von heiligen Schriften. Also die Sutren brauchen nicht studiert zu werden. Es gibt sowieso im Buddhismus nicht nur einen Text, nicht die eine Bibel, die alle studieren, sondern sehr, sehr verschiedene Sutren. Und im Chan-Buddhismus nun spielen die Sutren überhaupt keine wichtige Rolle. In fact, hier es gibt viele solche ikonoklastische Szenen, wo die Zen-Buddhisten, die Chan-Buddhisten solche Schriften zerstören, zerreißen. Die Übermittlung der Lehre findet nicht über den Text statt, sondern im Gespräch zwischen dem Meister und dem Schüler, also von Herz zu Herz. Da ist das Herz, das wir alle aus der Anfangskomposition von Chan Chanwen auch kennen, schon angesprochen. Wenn man jetzt diese plötzliche Erleuchtung erlangen will, dann macht man das unter anderem dadurch, dass man so unlösbare Fälle präsentiert bekommt vom Meister. Das sind die sogenannten Gu'an. Und ein solcher Gu'an-Fall ist das, was der Chan Chanwen in den Ritornelli, die dem Händel immer wieder zwischengeschoben werden, die sein Stück im Stück ausmachen, eben nutzt. Auf die Frage eines Schülers, also eines Mönchs, an seinen Meister, wie das denn sein kann, dass der Buddha nach seiner Geburt gesagt haben soll, im Himmel und auf Erden bin ich der einzig Verehrte, antwortet der Meister mit einem wütenden, mit einem Stockhieb niederstrecken und den Hunden zum Fraß vorwerfen hätte man ihm sollen, ne, wenn er so etwas machen, wenn er so etwas gesagt hätte, der Buddha. Und das hätte man machen sollen, um so den Frieden auf Erden zu retten, den doch eigentlich der Buddha bringen wollte. Was der Inmen-Meister, der das sagt, der Meister vom Wolkentor, der hier in einer typischen Pose als typischer Meister des Chan auftritt, mit seiner Antwort will, ist das Gegenüber perplex machen, schockieren, wenn man so will. Ja? Und das ist so ein bisschen auch das Schockerlebnis, was wir alle haben, glaube ich, mit dem, was der Chan Chanwen zumindest in diesen ersten Sätzen mit dem Händel macht. Wenn er also plötzlich sozusagen dieses Geschrei reinkommt, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord, and then glory to God in the highest and peace of earth. Und dazwischen kommen immer diese Elemente aus Chans Musik, die überhaupt nicht dazu zu passen scheinen, die den Buddha zeigen, der die Welt abmisst in sieben Schritten und der dann sagt, ich bin der so Verehrteste sozusagen in Parallele zu dem gerade geborenen Christus. Die Bemerkung des Chan-Meisters, dass man den Buddha schlagen müsse, die wie der Chan selbst schreibt, inspiriert ist oder war durch diese Kreuzigung aus der Matthias, im Flobakor aus der Matthäus-Passion, die mag zunächst mal hart erscheinen, aber das sind noch nicht mal die radikalsten Bemerkungen, die Sie von den Ebenen finden können. Etwas radikaler noch ist, dass man, wenn man ihn gefragt hat oder einer seiner Schüler ihn gefragt hat, was ist denn eigentlich die Buddha-Natur, dann hat er gesagt, ein getrockneter Stab mit Scheiße. Was damit gemeint ist, ist, die Chinesen und überhaupt in ganz Ostasien haben so eine Art Holzspachtel benutzt, anstatt Klopapier, um sich den Hintern zu säubern. Und er vergleicht also jetzt die Buddha-Natur mit diesem alten Klopapier. Ja? Das, was man damit will, also schon mal, ne? Solche Bemerkungen sollen natürlich das Gegenüber brüskieren, sollen das Gegenüber zum Nachdenken anregen. Außerdem stehen diese Art von Bemerkungen symbolisch ebenso wie in Worten für die Freiheit, die Entfesselung von allen Beschränkungen, auch und gerade denjenigen des politischen Korrekten, ja? Also der Political Correctness dieser Sprache, die derjenige erlangt hat, der erleuchtet ist. Und also die Lehre mit EH als Lehre mit EE versteht. Und dann völlig respektlos, aber eben nur scheinbar respektlos reden kann. Weil worum es einem solchen Meister bei so einer Provokation geht, ist, das Gegenüber davor zu warnen,
in Kategorien zu denken. Kategorien, die überhöht sind, die von einzelnen Qualitäten ausgehen, zum Beispiel Reinheit. Der Buddha ist rein, also kann er nicht wie diese Scheißsprache sein. Oder verehrenswürdig. Das, was der Meister deswegen ja auch niederschlagen will, ja? Dass der sich verehrenswürdig genannt hat. Also ein Begriff wie den Messias klar und eindeutig in einer Weise zu bestimmen. Die letztendliche Weisheit und Wirklichkeit und damit die Buddha-Natur ist nie in einem Einzelnen, sondern immer in allen Dingen zu finden. Also eben auch und nicht sogar, sondern auch in diesem stinkigen Holzspachtel, mit dem ich mir meinen Hintern sauber mache. Erleuchtet ist, und das ist sozusagen da, wo Alimorti reinkommt mit seinen vielen Fenstern, die er uns aufgemacht hat, erleuchtet ist, wenn ich das verstehen kann, dass ich einfach nur ganz viele Fenster auf die Sache aufmachen muss, um wirklich zu sehen, was los ist. Und wenn ich das tue, so viele Fenster wie möglich aufgemacht habe, so viele Perspektiven wie möglich reingelassen, dann erlange ich Erleuchtung. Ganz plötzlich. Und es ist wirklich interessant, dieses Zeichen für Erleuchtung, was aus Kai und Mu besteht. Und Kai ist ein Zeichen für die Tür, die man öffnet sozusagen. Und Mu ist das Zeichen für Herz und das Zeichen für Ich. Und wenn sozusagen Herz und Ich eins geworden sind und wenn ich die Tür weit genug geöffnet habe, Ich bin gespannt, was Ivo sagt zu dieser Interpretation, die wahrscheinlich völlig unorthodox ist. Aber man kann das ja aus verschiedenen Blickwinkeln angucken. Buddhistische Vorstellungen wie Prajna, Weisheit und Shunyata-Lehre stellen also ein und dieselbe Wirklichkeit dar. Lehre mit EE. Ja? Weisheit und Lehre sind dasselbe. Und sind gleichzeitig existierend und nicht existierend, sind fassbar und unfassbar. Wenn wir immer nur eine Wahrheit akzeptieren, nur einen Standpunkt zu vertreten bereit sind, dann sind wir völlig unverständlich. Und der Standpunkt eines Erleuchteten ist eben die Abwesenheit von Standpunkten zu erkennen und das dann auch noch zu praktizieren. Und damit eine radikale Freiheit des Herzens zu erlangen oder auch des Geistes, Herz und Geist ist in dieser einen Vokabel im Chinesischen sozusagen zusammengefasst, das zu erreichen. So und nur so kann man die ursprüngliche Buddha-Natur erfahren und erfassen, also die Erleuchtung, also das Kaibu, die Einheit von Ich und Herz ermöglichen. Und die sieben Ritornelli, die der Chaitanya im Stück eben einbaut, sollen es dem Schüler und dem Publikum erlauben, sich immer wieder erneut schockiert von der Härte der meisterlichen Bemerkung, dass er nämlich den Buddha schlagen will, ja? Immer wieder schockiert, langsam der Erleuchtung zu nähern, weil man verstehen will, warum der Meister das sagt. Der Meister ist doch erleuchtet, der Meister versteht, also muss ich verstehen, warum er das so sagt. Der Hünmann ist in guter Gesellschaft sozusagen von anderen Chan-Mönchen, die auch immer so verrückte Sachen gesagt hat. Also zum Beispiel dieser Linti Yixuan, der gesagt hat, wenn ihr den Buddha begegnet, dann tötet ihn. Ja? Noch ein bisschen radikaler. Als der liebe Mitmeister. Nicht nur schlagen, sondern gleich töten. Kreuzige, kreuzige. Der Chan-Buddhist glaubt nicht an verehrte Autoritäten oder überweltliche Wesen, also auch nicht an den Buddha als eine solche verehrte Autorität. Er verabscheut sie. Es ist entsprechend gerade nicht die Aufgabe eines Einzelnen, vom Hirten bis zum höchsten Herrscher, dem Buddha als verehrtes Wesen zu begegnen, sondern ihn durch und mit sich selbst sozusagen eine Buddha-Natur zu verwirklichen und so selbst zu einem wahren Menschen, ein Jinren. Und das ist eine Vokabel, die im Daoismus genauso wie im Chan-Buddhismus gebraucht wird, zum wahren Menschen zu werden. Und indem man ein solcher wahrer Mensch wird, ist man ein größerer. Also Mensch als wahrer Gott und Gott als wahrer Mensch. Und das ist jetzt wieder ganz, ganz ähnlich wie das, fand ich, was Herr Alighieri macht, indem er umdreht vom Urmenschen zum Messiah und das dann vom Messiah zum Urmenschen macht. Der Messias ist in dieser Deutung sozusagen immer bereits Mensch. So habe ich Alighieri verstanden und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in diese Richtung geht es bei der Philosophie von Chan-Chan-Wen auch. Wenn man so versteht, dann verschmelzen einfach die miteinander. So wie es der Rambo Ichiyun
ausdrückt. Das ist auch ein berühmter Chan-Meister, der Lehrer von Ines Delinti, den ich gerade zitiert habe. Und dieses Stück erkennen diejenigen aus dem Chor jetzt sehr, sehr gut. Das ist nämlich das Anfangsstück. Kein Anfang, nicht Vergangenheit, nicht Zukunft, nicht entstanden, nicht ausgelöscht. Das ist dieses Herz. Was im Vor- und im Nachspiel zu dem Stück im Stück zitiert wird, Juan Moore, sind zwei Zitate, die einen Kreis von in sich übergehendem Anfang und Ende bilden. Juan Moores Worte im Prolog, in dem er von diesem leeren Herzen spricht, das auch in dem in China sehr einflussreich gewordenen Herzsutra, weswegen das hier auch abgebildet ist, beschworen wird. Das zeigt in sehr prägnanten und bewusst sehr schlicht erscheinenden Formulierungen Grundgedanken des Chan. Scheinbar einfache, aber eben doch rätselhafte und damit zum Nachdenken anregende Sentenzen wie diese sollen den Schüler zur intuitiven, unmittelbaren Erfahrung der Wahrheit führen. Also es kann doch eigentlich nicht sein, kein Anfang, nicht Vergangenheit, nicht Zukunft, nicht entstanden, nicht ausgelöscht etc. Wie soll das denn sein? Nicht grün, nicht gelb, keine Form, ohne Merkmal. Und da, indem man anfängt zu verstehen, indem der Schattenmeister einen immer wieder darauf hinweist, dass das so ist, erfährt man diese Lehre, in der alles umfasst ist, alle Farben, alle Formen, alle Klänge, alle Gefühle, die Gesamtheit des Universums eben, und dann kann man die Weisheit erkennen. Wer erkennt, der muss nicht mehr suchen, und das ist ja dann das, womit Chen Zhenhuan endet. Der Epilog von seinem Stück im Stück ist wieder von Mo Xiyun, der sagt, wenn einer eine Perle auf seiner Stirn hat und nach ihr sucht, dann kann er suchen und suchen und suchen und suchen und suchen. Er muss verstehen, dass die Perle da oben ist. Dann kann er sie selbst sehen, als sei sie schon immer da gewesen. In diesem Zusammenhang wird auch das Reuse-Gleichnis von Zhuangzi zitiert: Wenn man Fische fangen will, dann braucht man ein Netz. Wenn man sie aber gefangen hat, dann hat man das Netz schon lange vergessen. Wenn man mit jemandem reden will, dann braucht man Worte, aber wenn man die Worte verstanden hat, dann kann man sie auch vergessen. Chen zitiert den Huang Bo in dem Vor- und dem Nachspiel zu seinem Stück im Stück und bildet damit einen Kreis von in sich übergehenden Anfang und Ende. Die Worte im Prolog, in denen er von dem einen leeren Herzen spricht, was eben keinen Anfang und kein Ende haben, werden hier ganz, ganz deutlich vorgeführt. Und wenn man dann eben erkennt, dann braucht man auch nicht mehr zu suchen. Und das zeigt er eben auch sehr deutlich, indem er sozusagen das, was ein Handbuch ist, wie man die Erkenntnis erlangen kann, nämlich diese 10 Ochsenbilder, vor denen man meditieren kann. Der Chen Zhenhuan fängt mit dem Bild 10 an, wo der Hirte den Buddha, die Buddha-Natur erkannt hat und weiß, in jedem ist die Buddha-Natur. So wie wir das auch gehört haben im Judentum, in jedem kann theoretisch der Messias versteckt sein. Damit fängt Chen Zhenhuan an und eigentlich fängt er, und der hört auf, mit dem Wozu das Suchen. Was der Anfang ist eigentlich von dieser Zen-Meditationsgeschichte. In dem Wozu das Suchen, da hat der Hirte noch nicht sein Herz gelehrt, noch nicht verstanden, dass der Ochse eigentlich sein Herz ist und dass er ihn also nicht suchen muss, wenn er sich selbst versteht oder sozusagen zu seinem eigenen Herzen zurückgefunden hat. Und all das, auch das sozusagen, kehrt Chen Zhenhuan in seinem Stück im Stück um, in dem im Prolog das, was eigentlich am Ende steht und im Epilog das, was eigentlich Anfang steht. Er hat also nochmal sozusagen den Kreis einmal umgekehrt. Um die Erleuchtung bei seinen Schülern zu erwirken, die Erkenntnis und die Buddha-Natur und das wahre Herz zu erkennen, zitiert der Meister in jedem der rituellen Texte, die der Chen Zhenhuan komponiert, aus der daoistischen Tradition. Und in dieser Tradition ist die Negation eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass in China, anders als in vielen anderen Ländern der Welt, die Idee, dass Religion sich nicht aus- oder
philosophische Schulen, Lehren, aber jetzt mit EH geschrieben, sich nicht ausschließen müssen, eine ganz prävalente ist. Und deswegen ist es auch nicht falsch, dass, oder irgendwie anrüchig, dass Gentleman jetzt in seine Ritornelli Texte aus einer anderen philosophischen Schule, nämlich dem Daoismus, der heutzutage aber als eine viel breitere Schule angesehen wird, zitiert. Und was er dafür Texte zitiert, die sind einerseits, werden Laozi zugewiesen und andererseits Zhuangzi zugewiesen, und dem Daoismus ist eben das Nichtsein, das Nichttun und das Nichtdenken, das Nicht-ein-Herz-Haben, ja, ein leeres Herz haben, also sich zurücknehmen auf das Eigentliche, auf das Natürliche. Zillern ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff da, dass die Natur der Dinge, wie sie einfach sind, das ist das, was sozusagen am allerwichtigsten ist. Und deswegen zitiert er immer wieder Texte, die darauf zurückgehen. Deswegen sind, und das mache ich jetzt ganz, ganz schnell, damit wir noch weiter das bisschen Fragen stellen und diskutieren können, deswegen nimmt er also diese Texte Stück für Stück an, wo es darum geht, dass das, was man eigentlich denkt, genau umgedreht wird. Also, zum Beispiel wird bei Laozi gesagt, wenn die Weisen nicht befördert werden, dann wird das Volk nicht steigen. Das ist eigentlich komisch, oder? Und wenn Güter, die man nur schwer herbracht, wird nicht hochgeschätzt, dann lässt dies das Volk nicht räuber sein. Wird nichts Begehrenswertes vorgezeigt, lässt dies das Volk nicht durcheinander bringen. Und deswegen ordnet der Heilige, das ist eine Übersetzung von einem chinesischen Wort, was so viel heißt wie der Weise, aber was eben je nachdem, wie man es denkt, auch als der Heilige gedacht werden kann, der lehrt ihre Herzen, füllt ihre Mägen, schwächt ihre Wünsche, stärkt ihre Knochen. Stets lässt er das Volk ohne Wissen sein, ohne Begierden, und er lässt den, der weiß, nicht wagen, nur dass so bleibt nichts ungeordnet. Er macht nichts und dadurch macht er unheimlich viel. Und er ist eben jemand, der das umsetzt, was dann im Prinzip auch das ist, was Chen wohl erkannt hat in Jesus. Er hat erkannt, höhere Kraft ist kraftlos, daher hat sie die Kraft. Niedere Kraft lässt nicht von der Kraft, gerade daher hat sie die Kraft nicht. Also wenn ich in der Lage bin, mich als Kreuz schlagen zu lassen, dann bin ich viel stärker als jemand, der sich sehr dagegen wehrt. Oder wenn Wissen, wenn diese Texte werden sozusagen in Parallele gelesen zu Texten aus dem Zhuangzi, wo der Zhuangzi sich dagegen wehrt, das Heilige, das sind wieder diese Weisen. Wenn die geboren werden, das ist eigentlich schlecht, weil sich dann die großen Räuber erheben. Das ist so ein bisschen, wie wenn man sagt, ich will gar nicht, dass ein Messias kommt, weil das dann immer schlechte Zeiten sind, wenn der Messias kommt. Er führt das immer weiter, das sind jeweils die Texte in den Ritornellen, die er nacheinander einspeist in diesen Händeltext und kommt eben schließlich zu dem Schluss, dass was edel ist, auf niederem ruhen muss, was hoch ist, auf unterem stehen, und deswegen Fürsten, Könige von vornherein sagen, sie sind eigentlich die Untersten, weil das Unterste sein, die Ersten werden die Letzten sein, ne? Und umgekehrt eigentlich das Richtige ist. Und dann kommt er zu der Erkenntnis, dass der Heilige stets ohne Herz bleibt, das Herz des Volkes ihm das Herz ist, die Leere, also das eigentliche, das leere Herz, das eigentliche Herz ist, genau wie die Speichen nur dann zusammen funktionieren können, wenn sie eine Narbe mit einem Loch in der Mitte hat. Also an den leeren Stellen liegt es, dass ein Wagen zugebrochen ist. Und deswegen ist sozusagen auch der Herrscher der Letzte ist, unter anderem eigentlich der richtige Herrscher. Ich glaube, dass der Chen auf seine Weise, indem er diese philosophischen oder religiösen Texte einspeist, auf seine Weise den Text des Händelsatzes, der dem, was ich gerade gezeigt habe, vorangeht, since by man came death, by man came also the resurrection of the dead, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive, reflektiert. Und ich glaube auch, dass, ich hoffe, dass man das gesehen hat, Chen sehr deutlich hinterfragt und mit seinen Reflexionen manifestiert schlussendlich eben das, was Händel seine Notentexte als Motti vorangestellt hat. Er reiht sich und
arbeitet mit der Frage nach der Größe und der Autorität einer Messias, einer Heiligen, einer weisen Gestalt, eines Weltenherrschers, eines Gottes im Fleisch, dessen Weisheit ihn verehrenswert erscheinen lässt, auch oder gerade weil er sich selbst erniedrigen lässt und zum Menschen wird, weil höhere Kraft ihm kraftlos ist. Vielen Dank. Das ist so.